So, hier sind wir jetzt beim Bagger. Den habe ich hier geparkt. Ach, hier sind wir auch bei Maschinenring Erdbohrer. Da sind wir beigegangen, haben da erstmal Fett drauf getan. Unten muss die Schnecke nachgeschweißt werden. Kann man jetzt in der Sonne fast nicht sehen. Oben ist die Schnecke viel größer wie unten, weil die so abgenutzt ist. Das muss auch noch neu. So, dann haben wir den Dreh, den Dings. Ich muss hier mal die Leiter hoch. Drehdurchführung. So, die Drehdurchführung ist ja das, wo das Hydrauliköl aus dem Oberwagen in den Unterwagen ist zum Antrieb der Ketten. Und dazu ist da eine Drehdurchführung eingebaut. Ich habe jetzt die Schläuche alle abgeschraubt, hier überall Gummistoppen drin. So, jetzt nehmen wir mal den Potter ab, den habe ich ja heute Abend drauf getan, gestern Abend. So, und das ist der Bolzen, der ist auf dem Unterwagen angeschraubt. Und da sind Bohrungen drin, die von unten hochgehen. Die Ölabgänge sind hier für den Ölmotor. Hier sind welche, auf der anderen Seite sind welche Leckölleitungen von dem. Hier diese Motoren haben ja alle eine Leckölleitung. Das weiß irgendwelche Leute besser wie ich, warum das so ist. Auf jeden Fall gibt es ja Motoren, die brauchen diese Leckölleitung. Meistens sind das diese Leistungsmotoren. So, und jetzt geht das Öl von hier oben, den Kopf zeige ich euch gleich, nach in den Pott, und seitlich sind hier Bohrungen drin. Da könnt ihr die Bohrungen sehen. Die Bohrungen sind dann je nachdem immer auf eine verschiedene Höhe. Da ist eine Bohrung, die ist höher wie die Bohrung. Das sind zwei Bohrungen. Hier, ich kann gar nicht überall mit der Kamera hin von hier oben, weil das so tief unten drin ist. Das denke ich jetzt erst wieder zu. So, und jetzt, wenn du jetzt drehst, muss ja die Drehdurchführung, kann sich ein, wie das so schön in dem einen Video war, 18 mal rund und da war das Gewinde auf. Nee, da ist kein Gewinde drin. Das Öl wird hier oben über diese Schläuche, den Schlauch, das ist eine Rücklaufleitung, hier ist eine Leitung. Die anderen zwei, eine Leitung ist hier, da ist noch eine Leitung. Also hier sind eine ganze Menge Leitungen. Beim Radbagger sind mehr Leitungen wie beim Kettenbagger. Der Radbagger hat ja Bremsen unten, der hat das Planierschild unten, Abstützung zum Teil, Lenkung und so weiter. Das muss alles nach unten gehen. Und beim Kettenbagger hast du ja nur zwei Ölmotoren. Theoretisch kämst du da mit vier Leitungen, zwei Leitungen hin und zwei Leitungen Rücklaufleitung, die dann vorwärts, rückwärts laufen, je nachdem. Und die eben die Leckölleitung. Und was der jetzt an allen Leitungen hier hat, kann ich gar nicht mal sagen. Also es sind jedenfalls, muss ich ja selber gucken, fünf, glaube ich. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, da ist der Steuerblock. Es sind jedenfalls immer, für den Ölmotoren sind das relativ dicke Leitungen, die nach unten gehen. So. Es war auch gar nicht so einfach. Wir haben jetzt gestern, das jetzt nachzuvollziehen, den Holzklotz da oben wieder hinlegen. So, wir haben gestern, gehen wir nach oben, den Hoftrakt dahin gefahren, auf den Zink ein Quadratrohr drauf, das über das Dach. Dann haben wir hier einen Spanner reingebaut und hier durch die Schläuche, durch die Kette nach unten, und dann haben wir ihn senkrecht hochgezogen. Und als wir ihn dann unter diesen Schläuchen hatten, haben wir den mit zwei Mann, einer hat oben gehalten, dann hat der nächste den von unten gepackt, dann haben wir oben ausgehängt und nach der Seite raus. Das ging also. Hier ist die Öldurchführung. Das muss die Leckölleitung sein. Das ist bei den Radbaggern, ist das mit, ich glaube, fünf oder wie viel Luftanschlüssen. Das wird oben auf diesen Apparat geschraubt. Und hier könnt ihr schon sehen, diesen kann man hier tausendmal rundjagen. Der ist endlos. Da ist ein Lager drin. Und dann geht das Öl über diese Leitung. Lecköl, ich nehme an, das ist Lecköl, ich weiß es nicht. Geht hier durch, zack, hier auf den Schlauch. Und dieser steht, wird oben festgehalten. Das heißt, der Bagger unten kann sich drehen. Und da dreht nichts ab. So, jetzt will ich nochmal nach unten tun. So sieht das Ganze von der Seite aus. Ist ziemlich windig hier jetzt. Wir haben den einfach übers Dach und dann mit dem Spanner Holzklotz auflegen lassen, und dass wir den richtig Druck drauf kriegen. So, hier haben wir jetzt die Drehdurchführung. Hier oben seht ihr die Anschlüsse. Moment, ich muss mal eben meine Kamera und die Lampe halten. Hier sind die großen Anschlüsse, hier ist noch eine Leitung. Und natürlich geht nachher eine ganz mitten durch, was ich euch gerade gezeigt habe. Wo beim Radbagger die Luft durchgeht, geht bei diesem Öl durch.
Und wenn man jetzt hier reinguckt, sind überall Dichtungen drin. Jede Menge. Und die werde ich jetzt alle neu machen. Ich habe hier schon welche ausgebaut. Das ist hier die untere. Die hat hier auch so ein Ölreservoir. Man kann das... Das spiegelt sich. Könnt ihr das sehen? Ja. Der ist also hier versenkt. Und dies ist die Kante, die das abdichtet. Und dann sind da noch zwei so kleine Stützringe. Die sind jeweils immer... Stützringe sind auch immer oberhalb und unterhalb. Da könnt ihr es sehen, das Gelbe. Habe ich einen Schraubenzieher? Da. Diese Gelben hier, das sind die Stützringe und der Schwarze ist der Dichtring. Und die müssen jetzt alle raus. Das sind, wenn ich jetzt hier mal gucke, 1, 2, 3, 4 und unten 5 Stück. 5 von den Ringen und ganz oben ist nochmal eine zusätzliche Abdichtung. Die obersten ist immer am einfachsten. Hier in die Mitte ranzukommen ist schon wieder etwas schwieriger, weil wenn ich meine Hand reinstecke, dann ist es schon schwierig. Also, wie gesagt, so sieht das Ding von der Seite aus. Jetzt kommt das Öl von hier oben, dieses oben. Über diesen Bolzen wird er am Oberwagen, ist so eine Eisenschornschette drüber, da hält er den, dass der oben mit dem Oberwagen sich nicht verdrehen kann. Und er dreht sich dann auf diesem Bolzen, der vorne auf dem Bagger sitzt. Da ist das ja. So. Und wenn der sich jetzt hier das Öl raus, dann kommt das Öl bei diesem jetzt, sagen wir mal, auf der ersten hier irgendwo raus. Geht dann in die Bohrung und da das ja rund ist wie und blank ist wie ein Hydraulikzylinder, kann der sich 100.000 Mal drehen und passiert nichts. Und dann geht das Öl durch diese Bohrung in diesen Bolzen, der da gestanden hat eben, und geht dann nach unten. Und daher, so funktioniert das. Ein Bagger kann also nicht abdrehen oder nur 100 Mal rund, links rund oder 100 Mal rechts rund. Nee, der kann... theoretisch ein ganzes Leben lang in eine Runde fahren. So funktioniert diese ganze Geschichte. Und das sind diese Klemmanschlüsse. Ich habe die früher gehasst. Du musst jedes Mal neue Ohrringe haben. Das war für mich ein Grund, wo ich gesagt habe, ist nicht so toll. Ich habe eigentlich immer diese geliebt. Heute liebe ich aber nur noch diese, weil wenn du hier einen neuen Ohrring drunter machst, ist immer dicht, ne? Leckt nicht. Und hier hast du das Problem, wenn die 100 Mal angedreht waren, dann geht das Gewinde nicht mehr, dann dichtet der Konus nicht mehr schön ab. Und schon hast du das Problem, dass du das Ding nicht mehr dicht kriegst. Das ist bei dieser Technik einfach besser, muss ich einfach so sagen. Der gehört hier hin. So. Ja, dann haben wir gestern diese beiden Ringschrauben reingedreht. Und dann haben wir den hier mit dem Gurt. Konntest du den tragen, das Ding. Was soll das Ding wiegen, weiß ich nicht. 25 Kilo vielleicht. Vielleicht wiegt er auch. Nee, so schwer. Ja, doch, 25 Kilo wiegt er wohl. Aber es ist alles massiv. Aber so funktioniert diese Technik an dem Bagger. Und das ist bei den meisten Baggern so. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwelche anderen Sachen gibt, aber das wäre so Stand dieser Geschichte. Ja, und man muss dazu, wenn man dabei ist, muss man übrigens, der Bagger hat ja, das wissen viele gar nicht, der ist ja der Öltank. Hier oben ist der Öltank. Oh, die Sonne blendet. Ich muss es anders machen. So, hier ist Öltank mit Schaufenstern. Hier sitzt ein Ölkühler. Kann man das sehen, den Kühler? Ja, man kann ihn so gerade erkennen. So, das ist ein Ölkühler. Und der Öltank sitzt hier in diesem Bereich. Das ist also nur von diesem Ausschnitt bis da. Ja, in dem Öltank sind irgendwie 200 Liter Öl, Hydrauliköl. Ich fahre ein 20 W20. Ja, zu dem Hydrauliköl kann ich Folgendes sagen. Diese Pumpe habe ich damals bei einer Firma, die Liebherr spezialisiert ist, habe ich die überholen lassen. Alles neu. Ist alles neu, ist nur das Gehäuse alt geblieben. Und der hat mir gesagt, der hatte da wirklich Ahnung von, und da sagt er mir, fahr ein 20 W20. Mein allererster Bagger, den ich hatte, das war ein Eder. Stand Hanomag dran. Und das war ein totaler Griff ins Klo. Wenn ich heute jemanden bescheißen will, dann würde ich sagen, wenn der fragt, hat der Bagger gut gelaufen, dann sagen die, ja, super gelaufen. Bis zum Schluss. Hat er auch. Ja, hat er auch bis zum Schluss gelaufen. Es war bloß so, sobald das Hydrauliköl warm war, konnte der Bagger den Arm nicht mal mehr im Leerzustand heben. Mit Erde sowieso nicht. Von dem Bagger musste ich mich dann nach 4 Wochen schon wieder trennen, weil meine Anfrage und meine Recherchen haben ergeben, dass ein Pumpenrevision bei so einem alten Bagger sich eigentlich gar nicht rechnet. Und dann habe ich noch mit einigen Hydraulikexperten und die haben alle gesagt, was fährst du denn? Ich sage ja, HLP 46. Ja, sagt er, ist ungefähr die Vorstufe von Wasser. Und
Deswegen fährt man das eigentlich nur noch heute auf nagelneuen Baumaschinen, aber nicht auf solchen alten Maschinen. Und da hat mir ein Atlas-Spezialist gesagt, ich fahr einfach ein dickeres Öl, aber kein HLP 46. So, und der Grundgedanke ist der, es muss ein Öl sein, was schmiert. Wasser kann man nun nicht nehmen. Aber sonst immer diese Fragen, oh, welches Öl, Wilfried, welches Öl müssen wir denn nehmen? Es muss ein Öl sein. Man darf keins nehmen, was die Metalle angreift, das gibt's ja auch. Aber ansonsten muss es ein Öl sein. Theoretisch kannst du 15 W40 drauf kippen. Das ist auch noch egal. Ich glaube, ich stehe so ein bisschen im Dunkeln hier. So, mal hier hingehen, da sieht man das besser. Und ja, dann haben wir den Bagger weggetan, dann habe ich diesen gekauft und dieser Mann von der Firma aus Süddeutschland, der hatte richtig Ahnung, der sagte, Wilfried, kipp da 20 W20 drauf. Ich sage, das ist ja ungefähr wie 15 Jahre, sagt er, kannst aber 20 W20, hat einen Vorteil. Ein 20 W20, Dino, du brauchst hier nicht rumbellen. Ein 20 W20 hat den Vorteil, es ist immer ein Erstraffinat. Das kann man nicht als recyceltes Öl kaufen, gibt's nicht. Du hast also garantierte Qualität. Ein 15 W40 oder irgendwas, das machen die Hersteller alles, mischen das aus alten Resten zusammen, wird einmal durch eine Pumpe gejagt, durch einen Filter gejagt, sieht aus wie neu, ist aber nicht neu. Und ein 20 W20 ist immer ein, das kann man nicht kaufen, das gibt es gar nicht. So hat er mir das erklärt. Also, gibt ja sicher wieder welche, die das besser wissen. Ich habe es so erklärt bekommen und ich werde es auch so verbreiten, weil ich es so gehört habe von einem Experten. Und der Experte kann beim Namen genannt werden, was ich aber jetzt hier nicht tue. Das dazu. Ja, ansonsten kann ich euch jetzt auch nicht weiter berichten. Das wäre es eigentlich zum Bagger und auch zur Drehdurchführung. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich diese ganzen O-Ringe rauskriege. Eigentlich könnte ich es auch kaputt machen beim Rausbrechen, weil ich kann sie ja doch nicht wieder gebrauchen. Aber ich will noch die Größe wissen und mir ins Werkstatthandbuch bzw. ins Ersatzteilbuch schreiben, damit ich beim nächsten Mal, was ich hoffe nicht mehr zu erleben, er hat jetzt irgendwo 9000 Stunden oder 10.000 Stunden, ich weiß gar nicht, da liegt er irgendwo. Und man konnte sehen, die letzten Tage, immer wenn er kalt war morgens und du bist sofort losgefahren, dann wurde er oben feucht. Hast du einen Moment 5 Minuten den Standgas laufen lassen, hast dann gefahren, dann war er nicht feucht. Aber das wird ja nicht besser und da habe ich gesagt, bevor jetzt die großen Einsätze alle wieder sind, machen wir das neu, dann hast du Ruhe. Ich habe das damals bei meinem ersten Radbagger, den 901, habe ich das auch schon gemacht. Danach war Ruhe. Also das muss man irgendwann mal machen. Ich bin übrigens froh, ich habe es nur vom Lesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann ja nur die Schläuche abschrauben, 5 Schläuche. Und das eine System nach unten, musst du unten drunter, musst eine Klappe aufmachen, dann kann man es unten abschrauben. Aber es ist jetzt so, beim Atlas habe ich mir gehört, ich weiß das nicht, und angelesen, da musst du den Oberwagen anheben. Das heißt, du musst den da trennen, damit du das Ding rauskriegst. Ja, was ist das denn für eine Technik? Also das macht keiner mehr so eben. Ich habe mir aber geguckt bei hier Indien, wie heißen sie noch, Pakistani-Truck oder wo. Irgendwo habe ich da gesehen, ob es jetzt Pakistani-Truck war oder ein anderer, weiß ich nicht. Wisst ihr, wie die das machen? Die stellen hier Holzklötze hin, unter die Ecke vom Bagger, da zum Beispiel. Da stellen die Holzklötze hin, packen die da auf und stehen dann so einen 10-Tonnen-Wagenheber, 4 Stück drunter, diese kleinen, die du so pumpen kannst, stellen die unter die 4 Ecken und pumpen den Bagger hoch und dann können die den Drehkranz rausnehmen. Wenn man das mal gesehen hat, sagst du, das kann ja jeder. Also gut, nicht alleine, aber mit 4, 5 Mannequins kannst du sowas bewerkstelligen, ohne Probleme. Ohne großen Hallenkran, ohne große Infrastruktur, wie man heute zu sagen pflegt. Das ist schon eine Hausnummer. Also ich habe vor diesen Indern immer wieder Respekt, wo man sagen kann, Junge, Junge, die können was, muss ich wirklich sagen. Ja, so, genug gelabert, sonst sagt wieder einer, der labert so viel. Und ich glaube, mit diesen Erklärungen könnt ihr leben. So, ich habe jetzt so eine Haken hier. Ich habe jetzt schon 1, 2 Ringe habe ich raus. Das sind solche Spezial, die hat unser Sven mal irgendwo gekauft. Keine Ahnung, da gibt es mehrere von. Einmal so mit einem Winkel, einmal was, nur was Spitzes. So, und jetzt tust du den da drunter und dann tust du erst diesen Stützring raus. Jetzt wird es natürlich zur Mitte hin immer schwieriger. Zumal ich nur eine Hand habe, das geht mit einer Hand auch nicht. Also du musst da drunter den Stützring und dann hebelst du den anderen mit diesem raus. Und dann geht das. Also das ist machbar. So, jetzt habe ich mal gerade den hochgebogen. Muss ich 2 Hände für haben, sonst geht das nicht. Jetzt kannst du ihn so raushebeln. Ah, da muss ich schon
wieder einen dicken Schraubenzieher für haben, weil die so stramm drin sitzen. Ja, und dann zack. So, jetzt habe ich, ne, und jetzt kann ich rausziehen. Der gelbe, das ist ein Stützring. So, das war's schon. Jetzt muss ich nur noch einen, man muss von jeder Seite zwei Stück. In der Mitte habe ich jetzt noch einen sitzen, der raus muss. Wo ist es denn? Ich kann halt Kamera und Lampe, man sieht gar nichts. So, ja, ihr seht besser wie ich, weil ich alles hervorhalte. Gut, aber jetzt wisst ihr, wie es geht. Hier habe ich nochmal den vorderen und dann kann man mit diesen Dingern, die kann ich euch wirklich empfehlen, solche Haken müsst ihr mal irgendwo kaufen. Da kann man schön drunter und dann umdrehen und zack, hat man ihn raus. So sieht die Sache aus. Ja, ist ganz einfach dann. Ich habe mal eine Frage an die Fachleute. Gibt hier immer welche? Ja. Ich habe schon ein bisschen Blut an den Finger. Ich bin mit dem Ding reingestochen. So ein bisschen am Daumen, ist egal. Blut färbt. Folgendes. Das Innere sind ja die Dichtringe und der Stützring, der passt hier genauso rein. Kann man sehen? Da könnt ihr das sehen. Wofür sind Stützringe? Warum macht man die nicht gleich so breit? Diese Dichtungen haben an jeder Seite einen Stützring. Und da möchte ich mal wissen, warum man das nicht ohne Stützringe bauen kann. Denn früher war das ohne Stützringe. Nur heute ist das nicht mehr mit Stützringe. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist mir ein Rätsel. Übrigens, ich habe gerade eben gesehen, ich habe hier eine originale Ersatzteile bestellt, aber es steht auf diesen Stützringen tatsächlich sogar eine Nummer. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das schafft. Schafft sie das? Ne. Müsste sie doch eigentlich einfangen können, aber das ist so schwach zu sehen. So, jetzt kriegen wir die Nummer doch noch eingefangen. Y. Meine Brille ist nicht scharf genug. 95 oder was da steht. Mal 102. Ja, ich schätze, dass auf diesen auch irgendwo eine Nummer versteckt ist. Aber ich weiß nicht wo. Meistens sind Nummern drauf. Jo, ich habe sie entdeckt. Da steht eine Nummer, aber die ist sowas von klein. Hier auf dem braunen da steht eine Nummer. Kannst noch nicht mal sehen, ob es auf dem Kopf steht. Ich glaube, so müsste ich es lesen können. Ich kann es nicht lesen. Ich muss das nochmal mit einer Lupe nachgucken. Das ist so klein. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf verlassen, wenn solche Ringe und so, da stehen immer Nummern drauf. Also zu 90%. Es gibt Fälle, wo es nicht draufsteht, aber in der Regel stehen sie irgendwo verborgen, im Kleinen. Ich habe sogar bei meinem Radlader, sind ja in den Bremsen, so wie diese aus weißem Plastik, das sind so Viereckringe, sind die aus Gummi auf den Bremskolben und haben einen Durchmesser von, ich weiß nicht, 25 bis 30 Zentimeter. Und da habe ich gesagt, da steht nichts drauf. Und dann habe ich mit der Lupe gesucht. Und da konntest du genau mit der Lupe sehen, dass da was draufsteht. Also man glaubt immer, da ist nichts drauf. Das ist schon was drauf. Das sind ja die allerwenigsten, die da nichts drauf drucken. Wie man sieht, ist hier auf beiden Teilen was drauf. Also da könnt ihr euch fast drauf verlassen. Das Blöde ist, wenn man es ausbaut und man weiß ja nicht, wo die Nummer steht im eingebauten Zustand, da macht man manchmal eine Beschädigung an dem alten Teil und kann dann das neue nicht lesen. Also ich gehe zum Beispiel jetzt bei Hydraulikzylindern immer hin. So, ich habe mir so eine Schieblehre gekauft. Jetzt gibt es sicher wieder welche, die sagen, das sind Messschieber. Mir ist das egal, bei mir ist das eine Schieblehre. Damit kannst du dann das Innenmaß messen. Ich komme da nicht drum hin. Bei kleinen Hydraulikzylindern am Minibagger oder so, dann weißt du nicht, was da drin ist. Ersatzteillisten rücken die Burschen nicht raus, wenn ist nur eine Original-Ersatzteilnummer drin. Und da habe ich mir einfach dieses Ding gekauft. Und das Ding ist sagenhaft. Da kannst du mit messen, wunderbar, gibt es in allen Größen. Kriegst du manchmal bei eBay ganz günstig, war auch eine gebrauchte, aber eine gute.
Aber ist wohl schon einen Tag älter. Ob es die Firma noch gibt, weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal. Ich komme mit sowas gut klar. Und wenn man solche Sachen da kaufen will, diese Ringe kosten ja jetzt auch ein kleines Vermögen, weil es ein Originalteil ist von dieser Firma. Aber wenn man das nicht braucht dann, und hat ein bisschen Zeit, dann baue ich den aus, gucke, was ist drin und dann kannst du einen ganz billigen Ring bestellen und meistens, also ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt mit den Ringen, dass die dann nicht gepasst haben oder auch nicht funktioniert haben. Nur dann kostet ein Ring 5 Euro und sonst bezahlst du 50 Euro. Diese Dinger, die kosten ein paar hundert Euro alle, 5 oder 6, 7 Stück, ich weiß nicht, wie viel es jetzt waren, kosten ein paar hundert Euro, also es ist kein Schnapper. Wer jetzt scharf stellt, so. Dann wollen wir mal gucken. Könnt ihr das sehen im Video? Also ich halte ihn hier mal so durch. Sven führt ihn jetzt rund. Na, wo sind wir denn so? Und jetzt kommt er immer weiter auf den Turm drauf. Auf dem Innenrohr. Merkst du, dass er runter geht? Ja, jetzt gerade kommt er nicht. Jetzt mehr. Die Kette, da musst du ein bisschen drehen. Oder guck mal rein. Da irgendwo ein Ring festhält. Muss ich noch mal wieder hoch? Ja, mach noch mal erst hoch. So ganz leicht. Ist schon locker. Ja, aber ich sag, wenn er kommt. Jetzt kam er da. Ein Stück. So, so jetzt wieder. Jetzt runter. So. Die Kette ist schon wieder leicht entspannt. Kommt auch nicht so richtig über den Ring, der nächste Ring. Ich weiß nicht, ob man hauen sollte. Nee, hau nicht, auf keinen Fall. Ja. Du musst ihn nur ein bisschen Ringe. Dann scheren die Ringe nämlich. Anheben. Ja. Noch kommt nichts. Noch ein Stück. Jetzt ist aber irgendwas. Ja, machen wir nochmal noch ein Stück. Gut. Kannst du alles sehen? Wollen wir eine Lampe holen? Sehen tue ich jetzt, aber ich hole sofort eine Lampe. Ich hole nur meine Lampe, da kannst du. Meine ist da auf dem Tisch. So, jetzt kannst du besser gucken. So, dann fahren wir zurück. Ich glaube, ich habe schon Öl vor der Kamera. Ja, jetzt sieht es besser aus, ne? Finger an, voll mit Öl. So, mit Lampfen Druck, das heißt mit der Brechstange haben wir ihn drauf gekriegt. Den letzten 2 cm oder 1,5 cm wollte er einfach nicht mehr nach unten. Und jetzt haben wir das Teil drauf. Hier kann man sogar durchgucken, nach unten auf dem Boden. So sieht's aus. Jetzt werden die Schläuche wieder aufgeschraubt. Und dann ist die Sache fertig. Hier kommt so eine Halterung dran, so ein Eisen, dass er das Oberteil sich mit dem Oberwagen dreht. Sonst könntest du den ja jetzt, ich kann das jetzt mit einer Hand nicht drehen. Dafür dreht er zu schwer. Welches Rohr? Das hatte ich hinten beim alten B11. Fahr mal hinten in die Halle rein. Und da mach ich die Tür auf.